So Leute, ich bin's wieder, Bowser-Legende. Willkommen zu Let's Play Mario Party. Okay, das letzte Mal haben wir in Warios Kanon Canyon verloren. Naja, was heißt verloren? Wir sind Vize-Gewinner geworden. Und Wario hat uns ganz knapp mit 5-4 in Sachen Sternen besiegt. Und dieses Mal habe ich euch versprochen, weil uns noch einiges an Knete fehlt, machen wir den, das Minispielstadion, ich wollte jetzt sagen, den Kessel des Könnens, damit ihr auch das mal seht, weil ich noch 980 Münzen brauche, damit ich mir Bowsers Magmaberg leisten kann. Oder Magmaberg, wie es auch heißt. Im Minispielstadion kannst du deine Fähigkeiten trainieren. Übung macht den Meister. Gib dein Bestes. Ups, bevor du ins Stadion gehst, habe ich einige Fragen zu den Einstellungen. Also, wie viele Personen nehmen am Training teil? Ein Spieler natürlich. Okay Leute, wir nehmen jetzt mal einen anderen Charakter. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber... Genau, dieses Mal werden wir mit Luigi spielen. Also fortan auch. Okay, unsere Gegner sind Mario... Yoshi, dieses Mal ist ein Gegner. Und... Ja gut, Wario. Komm mit. Und Wario. Wir spielen mit Handicaps. Unsere Handicaps sind 50 Münzen, weil ich einiges an Kohle brauche. Das ist ja nicht das wirkliche Abenteuer. Deswegen dürfen wir ja hier auch ein bisschen schummeln. Okay, Marios Handicaps sind 10 Münzen. Moment. Yoshi kriegt auch und Wario auch. Wir machen wieder alle normal und wir spielen, ja gut, 20 Runden. Sollten wir schon spielen, sonst kommt ja keine Kohle auf den Tisch. Okay. Hier leitet uns ein anderer Koopa, nämlich ein roter, und der hat diese Sternenfahne nicht. Das bedeutet schon wieder, dass es nicht der richtige Moderator ist und dass es auch nichts mit dem Hauptabenteuer zu tun hat. Willkommen im Minispielstadion. Ich bin Koopa und führe euch herum. Mit eurem Minispieltalent tretet ihr hier gegeneinander ein. Ihr spielt um Münzen. Die gewonnenen Münzen machen die Gewinner oder Verlierer aus. Achte auch beim blauen Feld. Erhaltet ihr keine Münzen, aber es gibt einen Bonus von mir. Okay, die Startreihenfolge, Leute. Na toll. Nee, für 20 Runden hier einfach im Minispielstadion. Und dafür bin ich Letzter? Ich glaub's ja nicht. Naja. Shit, egal. Okay. Ja, das Minispielstadion ist nicht besonders groß. Und wie er es schon gesagt hat, man verliert oder gewinnt auf blauen Feldern keine Münzen. Oh, Yoshi ist unser Gegner. Er brennt wahrscheinlich da drauf, jetzt mal gegen uns zu gewinnen und nicht für uns. Okay. Ich werde mir die verschiedensten Themen jetzt hier im Minispielstadion einfallen lassen müssen, weil hier passiert ja eigentlich so gut wie gar nichts. Oder nichts Besonderes. Ach, Pop-Up-Fahrt schon wieder. Ja, außer diese Minispielwiederholungen. Aber was soll's? Ich muss ja Kohle sammeln. Da soll schon einiges zusammenkommen. Ready, go! Und ich bin mit Yoshi im Team. Welch ein Zufall. Und wir sind schlechter als Wario und Mario in Sachen Bob anschieben. Aber in Sachen Rennen werden wir sie überholen. Lasst mich vorbei, ihr Krümel. Nein, lass mich nicht abschütteln. Gut gemacht, Yoshi. So, und jetzt weg hier. Ungewohntes Gefühl jetzt. Oh, shit, ich bin da nicht drüber gefahren. Oder doch, keine Ahnung. Ungewohntes Gefühl jetzt mal mit Luigi zu spielen, anstatt mit Yoshi. Aber naja. Und noch einmal.
Kratz, kratz, kratz. Und gewonnen! Fail Wario, Fail Mario. Ach ja, und wenn man hier Münzen bekommt, schaut das so aus und nicht wie beim... Ja, es sind schon bedeutliche Unterschiede. Hey, das... Ja, stimmt, der echte Koopa hockt da vorne. Der mit dem grünen Panzer und der Sternenflagge. Der hockt da und schaut uns zu. Nicht zu vergessen, natürlich. Oh je. Diese 20 Runden können echt lang dauern oder langweilig werden. Naja, ihr müsst es euch nicht unbedingt anschauen. Ihr könnt ja dann vortippen bis zum Ende. Aber das Blöde ist, ich muss es machen. Pilze durcheinander. Ui. Auch lustig. Kommt auch ziemlich oft vor, habe ich das Gefühl. Los geht's! Red. Diese blöden Säcke, wegen denen wäre ich jetzt fast down gegangen. Dunkelblau. Nix da, Yoshi. So, das war's. Yoshi ist draußen. 3 gegen alle. Nein, Wario! Mist, er hat sich gerettet. Dunkelblau. Mist, ich schaff's keinen mehr ins Wasser zu stoßen. Muss aber klappen. So. 1 gegen 1 gegen Wario. Wer ist der bessere Klempner von uns? Luigi, natürlich. Nuhaha. Da hatte er noch eine komische Stimme. In Mario Party 3 hatte er eine bessere, fand ich. Oh. Langweilig. Ja. Die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine hat ja jetzt begonnen. Oder nein, hat noch nicht begonnen, aber beginnt demnächst. Und ja, wir melden uns dann mit unserem Hauptthema schon wieder zur Abendung. Luigi kommt nicht weit voran. Boah, bloß nicht Kirmes Kran! Das hasse ich hier im Minispielstadion, da gehen meine ganzen Münzen drauf. Der wird sich jetzt 100 pro mich schnappen. Okay, ich gebe mein Bestes, dass er mich loslässt. Ich hoffe mal, dass es klappt. Loslassen! Lass mich los! Und so viele Münzen gehen drauf. 26. Ach nö, die hätte ich so gebraucht. Deswegen hasse ich Kirmeskran. Das könnt ihr mir auch glauben. Ich habe keinen Bock danach, das Minispielstadion noch einmal zu machen. Ich will die dann haben. Ich will das für den Magmaberg dann kaufen. Warum würfeln die alle so große Zahlen? Und schaut mal, wie weit hinten ich noch bin. Ich habe echt kein Glück heute. Ja, ich habe wirklich kein Glück heute. Komm schon, gestrandet. Ja, das ist auch noch okay. Mario's the Big Band. Oh, schön, ich bin Geiger Clement. Start.
Das hat alles geklappt. Okay, super. Okay, wer bekommt die Münzen? Ah, wir drei. Super, außer Mario, der hat wahrscheinlich mal einmal einen Fehler gemacht. Okay, passt. Shane. Diese 10 Münzen als Bonus. Ozates, Dozates. Okay, da freut sich anscheinend gar keiner mehr. Das ist wahrscheinlich nur beim ersten Mal so. Und Yoshi will mir ans Leder. Während die anderen schon fast wieder die Hälfte haben, stehe ich hier in unten immer noch und würfel endlich mal eine 9. Komm mal ein bisschen voran. Ja, danke, ich liebe dich. So, da kann ich jetzt einiges rausholen. Und mir viele, viele Münzen zurückholen. Wenn ich nicht irgendeine Scheiße mache. Ja, genau richtig. Gut, das sind schon mal 10 Münzen. Haha, super, 20. Ach, das war etwas zu früh. Mist. Ah, schon wieder zu früh. Das wären fast 30 Münzen gewesen. Shit. Und wieder mal zu früh. Zu spät. Oh Gott, leckt mich doch am Arsch. Das war jetzt echt ein dämlicher Mist. Na egal. Immerhin habe ich die meisten. 20 sind immer noch besser wie 10. Okay. Was machen wir jetzt? Wieder die Kanoneninsel. Schade, Münzblockblitz hätte mehr Münzen gebracht. Okay, womit wird es beginnen? Nein, oh, ihr Wichser, ihr blöden Hunde! Die haben mich ins Wasser einfach geschubst. Alter. Wehe, die gewinnen jetzt alle drei. Schaut den Yoshi, stoßen sie nicht rein, nur mich. Na toll, ihr blöden Hunde! Ihr seid solche Schweine! Naja. Schließlich wird ja hier darum gekämpft, wer die meisten Münzen ist, hat und am Ende der Gewinner ist. Da ist das schließlich normal. Pflanzenhüpfen für Wario. No comment. Start.
Oje, er wird einiges da rausholen. Und deswegen sage ich jetzt Geschwindigkeitsbegrenzung adieu. Das dauert mir nämlich ein bisschen zu lang. Okay, das war's. Glück für Wario. Der mich fast einholt. Doch das werde ich nicht zulassen. Dafür werde ich mich jetzt viel zu arg anstrengen. Mario hat schon seine zweite Runde gedreht, wie es scheint. Mit seinen Riesenzahlen. Mario und Wario, die beiden haben immer so große Glückszahlen. Ich bin immer so weit unten. Naja, in Mario Party war ich noch nie so wirklich der Gewinner, wenn es ums Würfeln ging. Ja, kippelige Rahmen. Zum Glück nicht Glühbirnentanz. Sonst könnte ich mich nicht distanzieren von Wario. So. Luigi, jetzt habe ich zuerst auf Yoshi geschaut. Luigi, gib dein Bestes. Wer hat gewonnen? Boah, ich war gerade noch schneller wie Wario. Der hätte fast gewonnen. Ganz knapp. Wario, du fette Sau, du bist dran. Okay, während schon wieder die achte Runde fast vorbei ist, hänge ich mich wieder mal ein bisschen rein. Und zack, zum nächsten Minispiel geht's. Jo, mein Lieblingsminispiel, Bowsers Grimassen. Wenn ich Pech hab, kann... Ach, ich sag das nicht mehr. Einfach anstrengen. Okay. So, das müsste eigentlich passen. Anders ist es ja nicht. Das ist eines der einfachsten. Naja, wenn man bedenkt, wie man die Nase verziehen muss, dann ist es nicht ganz so einfach. Für Anfänger, naja, wer weiß. Es gibt ja kaum noch Anfänger, die dieses Spiel hier spielen. Finish! Mit 99 Punkten und einem Epic-Grafikfehler bin ich der Gewinner. Ich muss jetzt jedes Minispiel gewinnen, dass ich auf jeden Fall noch eine Menge an Coins bekomme. Coins heißt Münzen. Oh je, wieder ein Einzelplayer-Game für Mario. Wir hauen mal schnell die Beschleunigung rein. Bei Geisterraten. Wird er gewinnen oder verlieren? Mehr will ich gar nicht wissen. Falsch. Okay, das war's schon. Mario hat's verkackt. Und ich bin dran. Würfel eine 10. Welche Überraschung. Endlich mal eine 10. Ach Gott, nee, nicht Feuer springen. Ihr wisst, dass ich das hasse. Und wenn ich verliere, verliere ich 15 Münzen. I hate it.
Allein schon wegen diesen blöden Grafikfehlern immer. Das war fast ein bisschen zu früh. Das war fast zu früh. Alter, ich schwitze schon wieder total an den Beinen, wenn ich das hier spielen muss. Jetzt geht's schneller, jetzt ist es etwas besser. So. Oh, lief ganz gut. Lief ganz gut. So, ab hier mache ich ein Save State, denn im Minispielstadion kann man nicht normal speichern. Das ist hier das Problem. Schau, seht ihr hier. Oh, tut mir leid, aber du kannst jetzt nicht speichern. Naja, mir egal, Leute. Im nächsten Part machen wir das Minispielstadion vielleicht schon fertig. Und wenn wir Glück haben, können wir uns schon den Magmaberg kaufen. Bis dann!